Am Ostermontagmorgen gehen wir zum letzten Mal durch das ruhige Kloster zum Frühstück. Es schmeckt gut. Wir verabschieden uns von Kloster Estal. Es war schön. In Gimmeldingen war ja eigentlich schon die Mandelblüte geplant. Aber dieser Winter war sehr kalt, sodass die Mandelblüte etwas später stattfindet. Wir können aber schon einen ersten Vorgeschmack von den wunderschönen Blüten bekommen. Ein Fest wird vorbereitet. Und natürlich gibt es was super Gutes zum Essen. Wir sind nach Speyer gefahren. Als erstes schauen wir uns die wunderschöne Gedächtniskirche an. Und gleich neben der Gedächtniskirche ist die ebenfalls wunderschöne St. Josefskirche. Dann gehen wir zum Altviertel, einem Stadttor. Den Turm kann man besteigen. Von oben hat man einen wunderschönen Ausblick über die Stadt. Leider steht genau ein Kran in Sichtlinie zum Dom. Die Dreifaltigkeitskirche liegt nicht weit vom Dom entfernt. Auch sie ist zutiefst beeindruckend. Und weiter geht's Richtung Dom. Stück mal, was ist hier denn?
Der Kaiserdom ist eine päpstliche Basilika, erbaut 1030 bis 1061. Nach einer weiteren ausgezeichneten lokalen Stärkung machen wir uns weiter auf den Weg durch die Stadt.